war Silvia Jelinčić, ist eine Journalistin aus Wien und ich bin auf sie aufmerksam geworden durch ein ganz tolles Projekt, das heißt Fisch und Fleisch. Silvia hat eine Karriere gemacht als Wirtschaftsjournalistin, verschiedene Preise gewonnen auch, einen Skandal aufgedeckt und hat dann 2014 eine Plattform gegründet, eine Meinungsplattform, die sehr revolutionär ist. Und zwar gibt sie jedem die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern. Sie wird getragen von professionellen Journalisten. Fisch und Fleisch hat verschiedene Autoren, die Profis sind und dann aber auch sehr viele Nutzer, die sich einfach anmelden und einfach berichten, was sie wollen. Viele über ihr Liebesleben, viele über ihre jeweiligen Berufe, manche einfach nur, was ihnen einfällt. Und es hat einen riesen Aufschrei gegeben, wie man es wagen kann, normale Leute, die keine Ausbildung haben als Journalisten, neben Journalisten schreiben zu lassen, und den Lesern zumutet, selber zu entscheiden, ob das in Ordnung ist, was da geschrieben wird. Also du hast sehr viel Kritik bekommen für die Plattform. Noch immer. Ich bekomme sehr viel Kritik, ja. Und noch immer. Und Annabelle Schunkel schreibt auch bei Tischis Einblick, bei der Emma, bei der Huffington Post, modelt. Auch keine gelernte Journalistin. Und studiert Politikwissenschaft. Und Geschichte. Geschichte. Ich wollte dich fragen, wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Ich habe eigentlich schon immer geschrieben. Also ich habe wirklich mit 16, 17 angefangen, Geschichten zu schreiben. Also was ganz, ganz anderes. Dann habe ich irgendwann angefangen mit einem eigenen Blog. Da habe ich über alles Mögliche geschrieben. Liebe, Leben, was einen so interessiert, wenn man Anfang 20 ist. Und irgendwann habe ich mich auch immer stärker fürs Politische interessiert. Und dann war das natürlich die logische Schlussfolgerung, das Schreiben und das politische Interesse zu verbinden und auch über diesen Weg meine Meinung kundzutun. Erst, wie gesagt, über meinen eigenen Blog, später dann über verschiedene politische Portale. Und so bin ich dann irgendwann über Umwege zu Tichy gekommen, habe eine Anfrage bekommen, ob ich da nicht mal einen Gastbeitrag schreiben möchte. Der lief, glaube ich, relativ gut, weil man mich dann gefragt hat, ob ich nicht dauerhaft bei Tichy schreiben möchte. Und das habe ich natürlich gerne angenommen. Und kurz nachdem wir das abgemacht haben, ist ja schon Köln passiert, 2015, 16. Und dazu hatte ich dann was geschrieben. Und da wir bei Tichy mit die Ersten waren, die das aufgegriffen haben, sich gefragt haben, warum wird da in den Medien nicht drüber berichtet, hat das natürlich, obwohl wir damals noch ein sehr, sehr kleines Portal waren, hat das natürlich sehr große Aufmerksamkeit gefunden. Also, zu deinem ersten Beitrag direkt nach Köln kommen wir nachher noch. Der hat ja eine sehr große Wirkung entfaltet. Ich wollte erst selber fragen, wie bist du auf die Idee mit Fisch und Fleisch gekommen? Ach, gute Frage. Ich war einfach, ich war 10 Jahre bei Kron und Jahr Österreich und beim ORF und irgendwie war es Zeit für was Neues. Und ich habe mir gedacht, diese Arroganz der Journalisten bei uns ist teilweise unerträglich und ich habe mir gedacht, machen wir mal eine Plattform für alle und das ist sie auch geworden. Und wie bist du der Kritik begegnet? Also hast du damit überhaupt gerechnet, dass du so massiv kritisiert wirst für diese Idee? Nein, das hat mich wirklich schockiert. Also bei uns schreiben ja auch bekannte Unternehmer und ich habe mich sehr gewundert, also ich kann mich erinnern, der erste Shitstorm war, weil eine Frau sich erlaubt hat zu schreiben, dass sie Impfungen gegenüber kritisch eingestellt ist. Ich wurde daraufhin verantwortlich gemacht für den Tod ungeimpfter Kinder. Das war absurd, also was wir da erleben mussten. Also ich habe echt gedacht, dass wir in Sachen Meinungsfreiheit schon weit sind, aber das sind wir überhaupt nicht. Also es war wirklich schlimm. Also das war dann der Anfang und seitdem lebe ich aber gut damit. Seit dem Shitstorm, den ich ja hatte, der relativ bekannt war. Das hat dich auch bekannter gemacht. Ja, da ist viel passiert, ja. Du hast ja selber auch einen sehr emotionalen Artikel geschrieben, direkt zu Anfang der Flüchtlingskrise. Da hast du dich mit einer Ärztin unterhalten, die Flüchtlinge untersucht und hast danach wahrscheinlich ziemlich spontan den Artikel geschrieben und bist dann sehr, sehr heftig angegriffen worden für das, was du geschrieben hast, nämlich deine Ängste in Bezug auf die Zuwanderung durch Flüchtlinge. Ja. Also der Text hieß, ich habe Angst. Übrigens, der Shitstorm ging von der Caritas aus, von einem hochrangigen Caritas-Mitarbeiter. Das war umso interessanter für mich, weil das gerade die Leute sind, die immer von Liebe sprechen. In diesem Posting von dem Caritas-Mitarbeiter standen vor allem Dinge über mich, die einfach nicht wahr waren. Auch das war eine interessante Meldung, weil sie auch immer auf Fakten sich so, sie wollen immer Fakten lesen, Fakten sehen, aber die Fakten, die drin standen, waren falsch, nachweislich.
Also weil dieser Caritas-Mitarbeiter geschrieben hat, Frau Jelinčić hat wahrscheinlich noch nie mit Flüchtlingen zu tun gehabt, war noch nie am Bahnhof. Wir hatten 14 Jahre Flüchtlinge im eigenen Haus. Ja, also egal, das war halt für mich eine wirklich sehr interessante Erfahrung. Der Beitrag war sehr emotional, das ist richtig. Ich würde es heute anders schreiben, aber ich stehe zu diesem Beitrag. Ich bin einfach dagegen, dass man Menschen reinlässt, ohne zu wissen, wer sie sind, woher sie kommen und was sie wollen. Da bin ich einfach dagegen. Ich finde, man muss wissen, wenn ich mache am Abend auch meine Haustür zu und wenn ich wen reinbitte, will ich wissen, wer das ist. Das ist ein ganz einfacher Ansatz und das habe ich damals eben ganz laut gesagt und hatte natürlich das Pech, dass es von Rechtspopulisten aufgegriffen worden ist, ganz groß, da hat der Strache geschrieben, ah, auch Frau Jelinčić sagt das und die Kacke war am Dampfen. Ja. Ihr habt ja die Kritik sehr, sehr gut gekontert, indem ihr gesagt habt, die Menschen können selber entscheiden, was sie lesen und es selber beurteilen mit gesundem Menschenverstand. Und ihr bietet ja nicht nur, ihr bietet ja allen Meinungen eine Plattform. Ihr habt auch Peter, die bei euch schreiben. Ist es dann danach abgeebbt, dadurch, dass gesehen wurde, dass auch wirklich das gesamte Meinungsspektrum abgebildet wurde oder wurde das überhaupt nicht mehr wahrgenommen? Es wundert mich selber. Also auch jetzt wieder kam eine große Kritik von links. Wir haben von 7 Tagesthemen waren in letzter Zeit 4 von der politisch Linken, 3 waren von den Rechten, aber kaum ist was Rechtes da, bin ich wieder alles Mögliche. Ich hab wirklich keine Ahnung mehr. Man kann's, egal was man macht, man macht es falsch. Deshalb, ich mache es einfach und aus. Ja. Annabelle, du hast ja fast den ersten Artikel geschrieben nach Köln, der kritisch war. Und du hast eigentlich gesagt, es braucht immer 2 Punkte. Man muss die Ereignisse an sich kritisieren und die Medienberichterstattung darüber. Und ich habe den Eindruck, es ist immer noch so. Ja, also ich war ganz schockiert. Also eigentlich bin ich jetzt schockierter nach diesem neuen Silvester, als ich das letztes Jahr noch war. Also das muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt mittlerweile hier sitze. Wir haben vor einem Jahr darüber berichtet und es hat sich nichts verändert. Man hat immer noch das Gefühl, es wird irgendwie versucht, ja, runterzukochen und so. Man erweckt natürlich nach außen den Eindruck, ja, wir nehmen das auf, wir berichten direkt. Also es ist nicht so dieses extreme Schweigen, wie es letztes Jahr war. Aber also die Art und Weise, die berichtet wird, ist ja immer noch sehr verharmlosend. Ja. Und hast du nicht den Eindruck, dass sich etwas geändert hat, weil zumindest... Es gibt ja diesen seltsamen Widerspruch zwischen, es war ja gar nicht so schlimm, und einem massiven Polizeiaufgebot, das dann Silvester die Veranstaltung gesichert hat, oder die 6000, was war das, Vergewaltigungsalarme, also wie heißen die normalerweise, Taschenalarme, die die Stadt Wien verteilen wollte, ich weiß nicht, ob sie es dann letztendlich getan haben, also es gibt ja diesen Widerspruch zwischen, wir haben kein Problem, und den Sicherheitsmaßnahmen. Hast du nicht den Eindruck, dass sich dadurch was verändert hat? Es wurde ja dann doch sehr, sehr viel über Köln berichtet. Ja, es wurde sehr, sehr viel darüber berichtet. Die Frage ist nur, was für Ergebnisse oder was für Konsequenzen werden darauf herausgezogen oder so. Also es wird so verkauft, als wenn es ein völlig normales Silvester war und ist ja jetzt alles schön und gut und völlig normal, dass wir da irgendwie 1500 Polizisten abgestellt haben, ja, kaum noch Frauen übrigens dabei waren irgendwie an Silvester und es wird so als neue Normalität präsentiert, ganz selbstverständlich, und das ist das, was mich stört irgendwie und überrascht und mir nicht passt und das ist irgendwie das große Problem, dass wir überhaupt nicht darüber reden, wirklich, also jetzt kommen ja gerade, Henrik Broder hat es angesprochen, den super Kommentar von Dirk Schümer in der Welt, jetzt kommen natürlich diese Meinungen und so, aber dass man am Anfang mal sagt, irgendwie, was ist denn da eigentlich los, dass diese jungen Männer da wiederkommen und so, und dass man einfach die Konsequenz mal zieht irgendwie oder diese Konklusion, dass man sagt, es wäre doch genau das Gleiche passiert, wenn wir nicht dieses massive Polizeiaufgebot gehabt hätten und sowas. Ja. Und dass dieser Schluss wurde am Anfang überhaupt wieder gar nicht gezogen und so. Das wurde uns als super Ding verkauft und das kann es doch nicht sein. Ja. Ja, das eine ist ja auch, dass überhaupt nicht darüber geredet wird, warum das passiert. Das andere ist, was passiert zwischen Großveranstaltungen. Also wir hatten ja mehrere Fälle, du hast ja auch über Maria L. zum Beispiel geschrieben, also wie hast du diesen, du hast ja sehr stark kritisiert, wie dann berichtet wurde.
Siehst du das als Zusammenhang? Weil man könnte ja auch sagen, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Massenübergriffen, die offensichtlich schon, wie er jetzt zugegeben wird, organisiert gewesen sein müssen, weil wie treffen sich 1000 junge Männer jetzt zum zweiten Mal an der gleichen Stelle, und einem Sexualmord? Natürlich muss man da differenzieren. Ich kann natürlich auch nicht in den Kopf eines Täters wie Hussein K. irgendwie hineinschauen. Und jetzt genau analysieren, hat das jetzt kulturelle Ursachen, irgendwie sein Frauenbild oder so, oder ist er ein, ja, einfach ein Gewalttäter, ein Mörder, wie wir es auch aus unserer Gesellschaft kennen oder so, wie es in jeder Gesellschaft der Fall ist oder so. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass es da ein grundsätzliches Problem gibt in der islamischen Kultur, das Frauenbild bezüglich den Respekt insbesondere vor Frauen, die nicht dem islamischen Kulturkreis angehören, die sich nicht islamisch verhalten oder so, nicht ehrenhaft verhalten in dem Sinne, die sich freizügig kleiden. Also ich meine, ich werde selbst von, ich habe türkische Freundinnen, wo mich dann die Ehemänner anschreiben bei Facebook, das müsste doch nicht sein mit meinen freizügigen Bildern. Also es greift sogar so weit, dass man gegenüber mir übergriffig wird oder so. Und ich glaube, da gibt es dann schon ein Problem, selbst bei denen, die äußerlich so integriert sind, ja. Dirsevel, du hast ja die österreichische Medienlandschaft besser im Blick als wir. Wir vergessen den kleinen Namen. Wie denkst du, wie wurde da berichtet? Gab es da eine andere Art? Ihr habt ja zum Beispiel durch euren Außenminister noch ganz andere Aussagen als die, die man bei uns trifft. Ist es auch so, dass in der Medienberichterstattung das völlig anders ist als in Deutschland? Also gibt es eine andere Art aus deiner Sicht? Oder denkst du, gibt es keine Unterschiede? Es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Aber wir haben wenigstens kurz. Ne? Du hast mir eben erzählt, dass du sogar denunziert wurdest kürzlich auch und dadurch eben auch einen Sponsor verloren hast, auch aufgrund des Briefes. Also ich wurde ich wäre Rednerin beim Journalistinnenkongress gewesen. Ich wurde ausgeladen, ja. Was für mich eine wirklich spannende Erfahrung war. Und ein Kunde von uns wurde auch verständigt, ich hätte mich rechtsextrem geäußert, was absolut nicht der Fall war. Ich habe einfach über meine Angst gesprochen, ich hatte das natürlich nicht mit Zahlen unterlegt. Das war ein emotionaler Beitrag, damals war die Zeit, wo die Menschen einfach über die Grenze gekommen sind und Hunderte, Tausende, du wusstest gar nicht, wer sind diese Menschen. Und da habe ich geschrieben, das macht mir Angst. Ja? Und da kam halt der Vorwurf, meine Angst ist psychologisch, ich bin krank, ich muss in Behandlung, alles mögliche. Gefühle sind nicht mehr erlaubt in der Debatte, ja. Wenn ich da kurz einhaken darf. Das ist ja das große Problem, es wird ja alles abgetan als postfaktisch. Ja, und wir dürfen nicht mehr fühlen. Wir dürfen auch dieses Gefühl der Fremde nicht mehr haben und so. Und ich mache genau gegenteilige Erfahrungen auch, also die erfolgreichsten, deswegen war der Artikel wahrscheinlich auch sehr erfolgreich oder Kommentar. Ich glaube, es war einer der ersten und darum ist das so abgegangen. Ja, mittlerweile sagen das ja viele. Ich mache auch die Erfahrung irgendwie, dass die Kommentare, die Gefühle aufgreifen, Stimmungen, einen wahnsinnigen Erfolg haben, dass da ein wahnsinniger Bedarf herrscht bei den Leuten, Gefühlen auch in dieser Flüchtlingskrise Ausdruck zu verleihen. Die dürfen natürlich nicht Politik machen oder die Richtlinien vorgeben, nach denen Politik gemacht wird. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass über Gefühle gesprochen werden darf, dass ich auch einfach mal äußern darf, wenn ich durch meine Stadt gehe. Ja, irgendwie, ich komme aus einer kleinen Stadt aus Niedersachsen, 50.000 Einwohner. Unser CDU-Bürgermeister ist ganz wild auf Flüchtlinge. Ja, möchte unbedingt ganz viele Flüchtlinge bei uns haben und so. Und jetzt mittlerweile ernüchtert man da auch so ein bisschen, weil es wohl nicht so klappt irgendwie, weil es bei Praktika schon am frühen Aufstehen scheitert und so. Und wenn ich da durch die Stadt gehe, ja, und höre nur noch irgendwie Leute, die sich auf Arabisch unterhalten und Frauen mit Kopftuch und so, dann fühle ich mich fremd und in meiner Heimat. Und ich finde, dass man das auch, auch wenn man das nicht quantifizieren kann in dem Sinne, aber ich finde, dass man das auch sagen können dürfen muss. Wobei, also für mich ist es wirklich so, mir ist das komplett egal zum Beispiel. Also ich fühle mich nirgends fremd. Ich reise sehr gerne. Das ist für mich nicht einmal so das Thema. Das Thema, das für mich wirklich so ein Problem geworden ist, dass man wirklich auf so krasse Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind, nicht mehr hinweisen kann, so wie es auch Herr Bruder gesagt hat, ja.
dass es wirklich so viel Dinge passieren, die verharmlost werden. Ja? Das ist für mich unerträglich geworden. Das halte ich wirklich nicht aus. Also entweder wir sind zu blöd, wir sind vielleicht wirklich zu dumm, zu blöd, oder ist es wirklich diese Aufarbeitung, die wir jetzt erst machen? Ich weiß es nicht, aber es ist unerträglich geworden, dass man so verharmlost. Das ist unerträglich. Ich habe vor ein paar Wochen in der Welt einen Artikel von einer jungen Frau, die geantwortet hat auf einen anderen Artikel von Birgit Kellett, die geschrieben hat, die Unterwerfung hat doch längst begonnen, die eben auch über ihre eigenen Ängste und Gefühle und die ihrer Freunde berichtet hat. Und diese junge Frau hat gesagt, dass sie ihre eigene Angst überwindet, weil die Angst rassistisch ist. Sie geht trotz ihrer Angst in den Park, sie geht trotz ihrer Angst in die U-Bahn, weil sie doch erfahren hat aus der Zeitung, dass statistisch die Übergriffe auf Frauen zurückgehen. Und das ist vielleicht das, was du ansprichst. Man darf das dem Gefühl, das, was diese Frau gesagt hat, man darf diesem Gefühl nicht nachgeben. Man muss natürlich dazu sagen, so Empfindungen sind sehr unterschiedlich. Deswegen dürfen sie, wie gesagt, nicht Politik in dem Maße bestimmen. Ja? Also was für den einen gar kein Problem ist für den anderen dann schon ein Problem. Oder man fühlt sich fremd, der eine fühlt sich noch gar nicht fremd oder so. Ich kriege aber wirklich sehr, sehr viele Mails auch von jungen Frauen, die eine wahnsinnige Angst haben, in die rassistische Ecke geschoben zu werden, in die Nazi-Ecke. Da schreibt mir dann ein Mädel beiläufig irgendwie, sie geht seit einem halben Jahr, ich glaube in Grunewald hier oder so, an ihrer Stelle, wo sie immer joggen gegangen ist, geht sie nicht mehr joggen seit einem halben Jahr, weil sie da Flüchtlinge, weil da in der Nähe ein Flüchtlingsheim ist, auf dem Fahrrad verfolgt haben regelmäßig, wenn sie da unterwegs war und so, und sie einfach Angst hatte. Und das wird mir dann anvertraut, per Mail irgendwie, und solche Mails kommen zahlreich, und aber man traut sich nicht, mit diesen Gefühlen an die Öffentlichkeit zu gehen, in dem Glauben, das ist rassistisch, und ich finde, das ist ein Riesenproblem. Ja. Das ist dieselbe Frage, die ich auch Herrn Bruder gestellt habe, in dem Moment, was einen trifft. Ja, und diese Angst ist ja einer der Gründe, warum Frauen tatsächlich, wie Birgit Kelle dann auch geschrieben hat, ihre Kinder nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen, nicht mehr alleine ins Schwimmbad gehen lassen, warum sie tatsächlich, sie selber hat gesagt, sie trägt nur noch flache Schuhe, um schneller rennen zu können, was ja tatsächlich der Ratschlag der Polizei war in Schleswig-Holstein, auf Massenveranstaltungen bitte flache Schuhe zu tragen, damit man schneller rennen kann. Aber es kann doch nicht die Lösung sein, dass wir Frauen uns einfach zurückziehen. Und das ist das, was ich bemerke in Deutschland, weil wir nicht trauen, uns irgendwie zu sagen und zu sagen, das finden wir nicht okay oder so, ziehen wir so oder treten wir so den Rückzug an oder so. Dann gut, dann gehe ich da halt einfach nicht mehr joggen oder ich mache dies nicht oder ich mache das nicht oder so. Und das kann ja nicht die Antwort darauf sein. Aber warum, woran liegt das, dass das dann nicht mehr kommt? Man würde auch denken, wenn so viele Frauen betroffen sind, warum machen die sich nicht bemerkbar? Was denkt ihr? Also offensichtlich gibt es ja das. Ich kriege auch relativ viele Zuschriften. Warum trauen sich so wenig Frauen, es in der Öffentlichkeit dann auch zu sagen? Ja, Angst vor sozialer Isolation, ganz klar. Und ich glaube, dass da Frauen noch stärker von betroffen sind manchmal als Männer. So, also ich merke das immer irgendwie, auch bei mir bei Facebook ist ja immer einiges los, da wird lustig diskutiert und so, dass Männer da ganz aktiv dabei sind und Frauen weniger. Ja? Und das hat sehr viel damit zu tun, dass Frauen, meiner Meinung nach, gerade jüngere Frauen deutlich unsicherer sind, was auch ihre politische Meinung angeht, dass sie nicht wissen, sage ich da jetzt vielleicht was Falsches oder so. Ich kenne das von Freundinnen, die dann immer geschrieben haben, oh Annabelle, ich finde das so toll, was du da machst und so, aber ich will da immer nichts zu sagen, ich bin da politisch nicht so versiert. So ein Mann haut gern mal so seine Meinung raus oder so, oder viele zumindest oder so. Und bei Frauen ist da immer so eine Verunsicherung, ja, wenn das jetzt falsch ist, was ich sage und so. Mit zunehmendem Alter ändert sich das auch bei Frauen, aber so bei jüngeren Frauen mache ich immer so die Erfahrung, man hat sehr dolle Angst, was zu sagen, was Falsches zu sagen oder so, und dann ins Abseits zu geraten oder so. Ist ja deine Erfahrung, Silvia? Du hast ja auf den Blogs bei Fisch und Fleisch sehr, sehr viele verschiedene Leute, die auch teilweise heftige Sachen schreiben. Also auch unter den, ich habe ja einige Beiträge geschrieben, wenn ich die Kommentare lese, dann denke ich auch immer, oh, was war das denn jetzt? Viele Menschen, die halt das im Internet dann besonders rauslassen. Ne? Ich weiß nicht, das hätte ich jetzt nicht so beobachtet, aber es ist auch, ich glaube, vielleicht auch ein anderes Publikum, weil bei uns sind die User so 30 plus. Ich glaube, dann sind die Frauen vielleicht auch schon viel selbstbewusster, also bei uns geht es schon echt zur Sache. Ja.
Es gab ja auch einige Artikel, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, zum Beispiel Margarete Stolkowski und andere junge Frauen, vor allem junge Frauen erstaunlicherweise, haben geschrieben, dass es überhaupt nicht in Ordnung ist, die Täter zu kritisieren, dass nur sexualisierte Gewalt nur dann Thema ist, wenn man sie rassistisch ausschlachten kann. Und das war nicht nur vor einem Jahr so, das ist auch jetzt so, also Stokowski vor einer Woche und jetzt die Vorsitzende im Vorstand der Linken Berlin ist. Simone Peters bei den Grünen, aber die Frau war vorher bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Julia Schramm, vielen Dank, schon bekannt. Hat eben auch einen langen Twitter-Feed veröffentlicht und gesagt, dass es gibt ein Rassismusproblem bei der Polizei, was tatsächlich sein könnte. Ja. Und dass eben sexualisierte Gewalt nur dann Thema wird, wenn sie rassistisch ausgeschlachtet wird und sonst nicht. Und es daher nicht in Ordnung wäre, über diese Form der Gewalt so zu reden. Und das kommt von sehr, sehr jungen Frauen. Könnt ihr euch das erklären, dass das so viele junge Frauen sind, die in den Medien veröffentlichen, die diese Meinung vertreten? Es ist ja eigentlich, es gab früher, als ich studiert habe, da gab es sowas, das hieß Krabbenkorb-Effekt. Da war die Diskussion noch um normale Frauenrechte und schafft man es in der Wirtschaft als Frau was zu werden. Und da gab es diesen Krabbenkorb-Effekt und zwar wurde gesagt, dass man Krabben, wenn man die gefangen hat, in den Korb tut, dann braucht man da keinen Deckel drauf tun, weil wenn eine Krabbe rauskrabbelt, dann ziehen die anderen Krabben die wieder runter. Ja, das war der Krabbenkorb-Effekt bei Frauen, dass die sich gegenseitig nicht hochkommen lassen. Und jetzt habe ich den Eindruck, es gibt so eine Art Effekt, dass jemand von oben in diesen Korb sticht. Ja? Jede Frau, die sagt, das geht so nicht, wird dann in diesen Korb zurückgestochen. Also Julia Schramm, muss man natürlich sagen, ist natürlich ein Extrembeispiel jetzt. Ja? Also das ist ja so klar, knallhart antideutsche Szene, irgendwie die twittert ja auch gern mal irgendwie, weiß nicht, Bomber Harris, mach's nochmal oder sowas. Das ist eine Szene, ich kenne das von der Uni, da ist das auch weit verbreitet. Das ist eine Szene, die einen extremen Hass auf Deutschland hat, auf Nationen und so, ja, also wofür brauchen wir noch Nationen, wir sind doch alle eins oder so, das ist so die Ideologie, die dahinter steckt, so ganz verkürzt gesagt, und also so aus so einer Ecke, das ist halt einfach nur noch Ideologie, also das ist nur noch knallharte Ideologie, und da ist man dann auch irgendwann gegen Fakten vollkommen resistent. Also auch hier, ich meine, vielleicht bin ich ja, ich denke mir auch, ich finde es auch teilweise schön, wenn so Intellektuelle so aus dem linken Lager sagen, eine Welt ohne Grenzen, alles wunderbar, nur es funktioniert, wie wir sehen, in der Praxis nicht. Ja, wir sind noch nicht so weit, wer weiß, ob wir jemals so weit sein werden. Und womit ich wirklich massiv ein Problem habe und was mich halt wirklich traurig macht, nämlich tief traurig, dass wir über Probleme nicht mehr offen reden können. Es war nun einmal Nordafrikaner und ja, die Kulturen sind dort anders. Ich meine, sind diese Menschen um die Welt gekommen? Ich meine, das klingt jetzt arrogant, aber ich habe wirklich auf viele Länder gesehen, ja, und ich denke mir, es war nun mal für mich in Norwegen oder Schweden ganz, jetzt wahrscheinlich nicht mehr in Schweden, aber es war einfach anders als in der Türkei oder in Ägypten, Gottes Willen, was uns dort passiert ist, ja, wo ich mir dann erklären habe lassen, naja, wie kannst du auch nur eine kurze Hose anziehen, ja, kein Wunder, dass da drei Typen von dir wichsen, ja. Hallo, 40 Grad, mir ist heiß, ich will eine kurze Hose anziehen. Also ich denke mir, ich habe wirklich ein massives Problem, dass man einfach nicht mehr die Wahrheit sagen kann. Ja? Oder dass halt dann ist man gleich ein Rassist. Oder und die Zahlen, was ich so krass gefunden habe, ich muss sagen, ich habe Van der Bellen selber unterstützt. Aber wirklich, ich musste mir 100-mal sagen, bitte nicht überlegen, wer von dem auch gewählt wird. Diese linken Realitätsfremden, also ganz, ganz furchtbar. Ja? Und da habe ich mich echt geärgert, am Tag nachdem Van der Bellen gewählt worden ist, kam dann offiziell, haben sie dann Zahlen herausgegeben zur, ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon veröffentlicht worden ist, in Österreich ist es jetzt passiert, die Vergewaltigungen von Flüchtlingen, also 15% aller Vergewaltigungen bereits von Flüchtlingen verübt, Vergewaltigungen, andere Sexualdelikte etc. 15% und wir haben, wie viel hat Österreich? Wir haben nicht einmal 200.000, glaube ich, oder? Wir haben ja viel, viel, also in welche Richtung geht das? Ja? Und es ist ständig irgendein Einzelfall. Also ich muss wirklich sagen, das macht mich so rasend und so ohnmächtig. So ohnmächtig. Was ist nur los mit uns? Du verstehst?
Das ist auch eine Parallele zu Terror, ne? Es sind immer lauter Einzeltäter, die dann Arabischlehrer haben. Entschuldige, Rebecca, das musst du noch erzählen, weil es wirklich krass war. Ich habe damals ja als Erste, darum war ich eine böse Rechte, geschrieben, unter diesen Menschen, die kommen, sind bestimmt auch Terroristen. Hat mich der Chef eines großen deutschen Fernsehsenders angerufen, den ich privat kenne. Silvia, ich bin so enttäuscht. Menschen in Not und du schreibst, da sind Terroristen dabei. Ich habe gesagt, es werden einige dabei sein. Ja? Und jetzt wissen wir, und da habe ich mir echt gedacht, ja, eigentlich ein Wahnsinn. Die Zahl der Terroristen, ich war im September 2015 auf einer Konferenz in Prag, auf einer Sicherheitskonferenz, und da war ein hoher Vertreter von Europol, der damals im September 2015 schon gesagt hat, sie schätzen 5000 ISIS-Kämpfer unter den Terroristen, unter den Flüchtlingen, Entschuldigung. Unter den Terroristen, unter den Flüchtlingen. Und das war damals die offizielle Schätzung von Europol im September 2015. Die dürfen bleiben und werden nicht ausgewiesen. Das Problem war, dass sie wussten nicht mehr, wo die waren. Ja, das ist ja das, was man jetzt bei Amis Amri sieht. Also wenn sie wissen, wo sie sind, dann nur kurzfristig, weil sie ja wieder laufen gelassen werden müssen aus bestimmten Gründen, und dann sind die natürlich weg. Ja. Aber es ist erstaunlich. Also ich meine, da gibt es echt etliche Parallelen, wie du eben sagtest. Es wird ja nicht mehr über das Problem an sich geredet. Und dann hat man, wie bei Terror auch, das Problem, dass man die Ursachen nicht analysieren kann. Zum Beispiel wundert mich bei den jungen Frauen, wie jetzt Julia Schramm, dass sie einfach über sexualisierte Gewalt reden. Die sitzt ja nun mal, die ist ja nicht nur eine theoretische Linke, die sitzt nun mal im Vorstand der Regierungskoalition in Berlin. Wir haben jetzt einen Berliner Regierungsvertrag, der geht über 200 PDF-Seiten. Da gibt es ein Kapitel über sexualisierte Gewalt, das ist bestimmt 30 Seiten lang und es dreht sich komplett um häusliche Gewalt. Also es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen für Frauenhäuser, es wird auch tatsächlich gegen Zwangsheirat vorgegangen, was ich sehr begrüße, aber es gab keinen einzigen Satz über die öffentliche Gewalt, also Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum. Das habe ich getwittert, aus irgendeinem Grund ist das dann natürlich, weil das einer der wenigen Tweets zu dem Thema war, sehr gut verteilt worden, nachdem es ungefähr 10.000 Views bekommen hat, habe ich dann eine Antwort bekommen von zwei Frauen der Berliner Regierungskoalition, eine Grüne, eine Linke, und beide haben sich furchtbar aufgeregt, dass ich das Thema anspreche. Also es ist ja interessant, dass dann tatsächlich, wenn über das Thema so pauschal geredet wird, es nicht mehr unterschieden wird zwischen einer Beziehungstat, zwischen einem Sexualmord und zwischen einem Gruppenangriff, einem verabredeten Gruppenangriff, dass man dann natürlich auch nichts dagegen tun kann. Und so ist es ja bei Terror auch. Weil man nicht darüber reden darf, ob es Terroristen gibt, die mit den Flüchtlingen kommen, kann man natürlich auch nicht handeln. Also kommt mir zumindest so vor. Und die andere Frage, die ich hatte, war die Medienberichterstattung allgemein. Das wirst du ja zum Beispiel wirst sehr, sehr gerne gelesen, auch weil du nicht nur Gefühle beschreibst, aber auch sehr, sehr viele verschiedene Fakten bringst. Wie ist denn die Reaktion aus deiner alten Umgebung, sag ich mal? Also wie ist es mit deinen ehemaligen Mitschülern? Wie sind da, weil das ist ja das, was du gesagt hast, was Frauen auch davon abhängt. Interessant, dass du das ansprichst. Gerade ich habe vor 2 Tagen eine Mail bekommen von einer jungen Frau, die ich aus Kindertagen kenne, wirklich noch, ja, und mit der ich seit Jahrzehnten jetzt nichts zu tun hatte. Und die schrieb mich an und hat mir ihre Hilfe angeboten. Ja, also wie so ein Alkoholiker. Sie schrieb mich wirklich an und meinte, Annabelle, ich möchte dir meine Hilfe und Unterstützung anbieten, damit du wieder der weltoffene Mensch wirst, der du offensichtlich mal warst früher, weil ich ja sehe auch, es macht mir Angst, was auf deiner Seite passiert, du und deine Follower, ihr macht das ja hier zu einer Verschmelzung des Bösen. Das war der Wortlaut. Also das ist sehr interessant, was da für Reaktionen kommen, auch von Leuten, mit denen man irgendwie jahrelang gar keinen Kontakt hat oder so, aber die sich jetzt berufen fühlen, weil man die gleiche Heimat hat, vielleicht nochmal was zu sagen, vielleicht meldet sich ja noch demnächst Sigmar Gabriel, ja, der kommt ja auch aus Goslar oder so. Nein, aber es ist wirklich so, dass da sehr viel Kritik kommt, aber hauptsächlich von Leuten, mit denen ich seit Jahren nichts zu tun habe oder mit denen ich nie wirklich befreundet war oder so, aber die sich jetzt berufen fühlen, ach, wir kennen uns. Jetzt muss ich dir mal kurz schreiben, der Rückhalt unter meinen Freunden ist sehr groß. Also auch bei denen, die selber zum Beispiel aus dem linken Lager kommen oder so oder in der SPD sind oder sonst irgendwas, die halt sagen, okay, ich bin nicht mit dir einer Meinung oder ich bin nur in den und den Punkten mit dir einer Meinung und so, aber die begriffen haben, worum es bei Meinungsfreiheit geht und dass die
für jeden da ist und auch für mich und so. Und die mein Recht auf Meinungsfreiheit auch zu jedem Zeitpunkt vor anderen Leuten auch verteidigen und sowas. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich so Freunde habe, die so einen guten inneren Kompass haben und Charakter und Rückgrat und halt auch unabhängig, selbst wenn ich nicht ihre Meinung vertrete, mein Recht, meine Meinung zu sagen, auch schützen vor anderen und verteidigen und so. Also wenn Kritik kommt, dann eher von Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat, aber die gerne mal was sagen möchten. Ja. Und wie begegnest du diesem Vorwurf? Das ist ja im Prinzip das Angebot zur Hilfe, ist ja das Wiedergutwerden, ne? Dass man nicht auf die falsche Seite rutscht. Wie begegnest du dem Vorwurf, dass du zum Beispiel einen Generalverdacht schürst durch deine pauschalisierten Aussagen? Oder vermeintlich pauschalisierten Aussagen oder das überhaupt das verbale Ausdrücken der Angst. Wenn du sagst, du hast Angst, in den Park zu gehen, Angst, alleine nachts durch die Gegend zu laufen. Das ist ja ein Argument, warum diese Frau in der Welt dann gesagt hat, sie will das nicht, sie will dem Gefühl nicht nachgeben, weil sie möchte nicht rassistisch sein. Ne? Wie begegnest du diesen Vorwürfen, dass du sagst, du setzt alle Menschen, die gekommen sind oder alle Muslime zum Beispiel dem Generalverdacht aus? Also ich versuche natürlich schon, da einen vernünftigen Dialog zu finden, indem ich halt auch klar mache, ich habe türkische Freunde, ich habe iranische, ich habe irakische Freunde und so. Es ist jetzt nicht so, dass ich per se ein Ausländerhasser bin oder irgend sowas. Das muss man ja bei den Leuten immer noch extra betonen irgendwie. Das scheint ja keine Selbstverständlichkeit zu sein. Dass ich sage, natürlich muss man da differenzieren. Und natürlich gibt es da solche und solche und so, aber ich sage halt auch immer ganz klar, unterhalte dich doch mal, informier dich doch mal. Ich habe immer das Gefühl irgendwie, die Leute, die über mich urteilen, die verfügen überhaupt nicht über das Wissen oder so, ohne dass jetzt irgendwie, dass das jetzt überheblich klingt oder so, aber ich sage dann wirklich, ja, aber wenn ich dann mal mit Fakten komme, ja nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die hören zum ersten Mal in ihrem Leben von diesen Dingen, die ich ihnen erzähle, aber meinen, sie können sich nur ein Urteil über mich erlauben oder so, oder dass das, was ich sage, falsch ist, ohne sich irgendwie wirklich mal damit befasst zu haben oder so. Und dann sage ich zu denen, ja dann redet doch mal mit Ex-Musliminnen oder oder auch nur mal mit einer muslimischen Freundin von mir, wie es ist. Oder mit, ich habe einen Freund, der ist mit seiner Familie aus Syrien, als syrische Orthodox sind die, Aramäer sind die, 2000 nach Deutschland gekommen als Flüchtlinge, ja. Und der sagt mir immer, Annabelle, ihr wisst gerade gar nicht, wen ihr euch hier ins Land holt und so, ja. Also redet doch mal mit solchen Leuten, ne. Und urteilt nicht immer gleich irgendwie über mich oder weil es dann über mit dem Rassismusvorwurf, ja. Das ist sehr viel Unwissen. Das ist die linke Filterblase. Die wissen das nicht. Die wollen es nicht. Das ist genau das. Man unterhält sich ja nicht mal mit seinem Objekt, was man da so, also es ist ja wirklich eine Objektifizierung, die da stattfindet. Irgendwie man unterhält sich ja nicht mal mit den Menschen oder hat sonderlich viel mit den Menschen zu tun, die man da so vehement verteidigt irgendwie. Also das ist auch immer so meine Erfahrung, die ich mache. Aber das ist wirklich spannend. Ich bin am Naschwand gezogen in Wien, weil ich dieses Multikulti ja liebe. Und wenn du dort redest mit den Menschen, die arbeiten, also mein koptischer Christ aus Ägypten, der sagt mir immer, Silvia, was ihr uns antut, jetzt fliehen wir von dir wollen. Und jetzt holt ihr die her. Ne? Es ist genau so das. Ich weiß, und die Frage ist halt wirklich, warum? Ne? Oft das ist, ich kann es nicht verstehen, ob das. Ich weiß es nicht. Ich würde mich sehr bedanken für die Naheindrücke, die Sie uns schildern, die vor allem für einen männlichen Zuhörer so natürlich nicht zugänglich sind. Mich würde aber trotzdem darüber hinaus, und zwar Frage an alle drei Damen, interessieren, wo wir denn jetzt stehen. Also, weil ein großes machtvolles System wie unsere Regierung hat natürlich auch Selbstreinigungskräfte. Und ich wäre sehr interessiert an einer Einschätzung von Leuten, die so nah dran sind wie Sie, halb intuitiv, halb aus ihren Kenntnissen. Werden wir mit den jetzt laufenden Routinen auf diese Probleme schnell genug und wirksam genug eingehen können, dass sozusagen kein großer Schock oder großer, auch verunsicherter Paradigmenwechsel auf die Gesellschaft zukommt? Oder ist das nicht absehbar für Sie? Also mit anderen Worten, werden wir eine weitere Merkel-Regierungszeit haben und genügend Berater haben, die sehen, was unter den Leuten los ist und werden darauf reagieren? Oder braucht es ganz was Neues und was wäre das? Also
wo schreiben Sie, in welche Zukunft schreiben Sie sich und uns hin? Oder sehen Sie da auch ein großes Fragezeichen? Wer möchte zuerst? Ja, fange ich an. Ich rechne fest damit, dass es dieses Jahr wieder auf eine GroKo hinauslaufen wird, ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass es für Rot-Rot-Grün reichen wird, zum Glück. Ja, also es wird eine GroKo geben, es wird Merkel wieder als Kanzlerin geben. Die Frage ist, wie lang? Wie einsichtig sind wir Deutschen? Also momentan diskutieren wir ja sogar noch über die, also eigentlich diskutieren wir ja nicht mal, wir sind ja nicht mal an einem Punkt, auch ein Jahr oder anderthalb Jahre nach Beginn dieser Krise, irgendwie sind wir ja nicht mal an einem Punkt, wo wir eigentlich über den Inhalt diskutieren, sondern immer noch über die Diskurshoheit, ja, und von daher sehe ich da schwarz, also dass da jetzt schnell eine große Änderung herbeikommt. Ich war letztes Jahr noch ja, im makaberen Sinn optimistischer und habe gesagt, wenn hier erstmal was passiert, wenn es hier einen Anschlag gibt, dann kommt das große Umdenken. Ja gut, wir wissen, dass es anders kam irgendwie. Und von daher bin ich da jetzt so ein bisschen desillusioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird wieder auf eine GroKo mit Merkel hinauslaufen. Die Frage ist, wie lang, was in der Zeit noch passiert. Vielleicht wird es dann schon irgendwann auch vor den 4 Jahren, dann den weiteren 4 Jahren vielleicht Neuwahlen geben oder so. Das ist so meine Hoffnung, auf die ich mich derzeit stütze. Und ansonsten kann ich aber auch nur empfehlen, also vielleicht bin ich auch jung und naiv und irgendwie wahnsinnig oder sowas, aber ich habe gar nicht so eine große Angst. Also ich merke, dass immer viele Leute haben Angst, was kommt denn nach Merkel? Oh Gott, was kommt denn dann oder so? Ja, also wir sind völlig aufgeschmissen und so. Das ist natürlich so. Merkel hat natürlich auch Leute quasi aus dem Weg geschafft, so ganz gut, irgendwie, die ihr gefährlich werden können. Aber ich empfehle immer, wir sollten nicht so viel Angst haben vor dem, was danach kommt oder so. Ja, also es kann... Vielleicht, dann kommt noch was Schlimmeres oder so, Sigmar Gabriel oder Martin Schulz, so ganz furchtbar oder so, ja. Aber dann geht es vielleicht noch schneller zu Ende mit dieser Politik. Das ist immer so meine Hoffnung. Also ich versuche da doch noch bei dem Ganzen, bei der ganzen Desillusion, die sich so langsam ein bisschen breit macht, doch noch so ein letztes Fünkchen Hoffnung zu haben, dass da dann irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht muss es erst richtig gegen die Wand fahren, bevor es besser wird. Ja, also ich gehöre leider nicht zu den Optimisten. Ich sehe wirklich für Europa schwarz und ich glaube auch, dass wir es nicht, also ich bin mir sicher, dass wir es nicht schaffen werden. Und ich war ja über 10 Jahre Wirtschaftsjournalistin und kenne halt noch die ganzen Bonzen. Und wirklich, die meisten Leute, also die wirklich Geld haben, die haben alle schon ihr Ticket im Ausland. Ja. Also ich weiß, also von großen Konzernen, hier kann ich keine Namen nennen, die haben alle schon Australien, USA, bei meinem Investor kann ich es sagen, von Fisch und Fleisch, der ist. Also ich glaube, dass es viele Europäer werden gehen müssen, Europa wird nicht mehr sicher sein, ich sehe wirklich schwarz. Also ich glaube, dass wir es schon verloren haben, es ist zu spät, es ist zu spät. Also ich sehe es so, also an alle Optimisten, ich wäre gern so optimistisch, ich bin es leider nicht. Also ich selber schwanke immer. Ich bin eigentlich von meiner Grundform immer sehr gerne Optimistin. Ich hoffe immer, dass wir das Ruder rumreißen. Ich sehe, was jetzt die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, dasselbe wie Silvia. Also zum Beispiel anders als bei uns berichtet wurde, haben die viele Unternehmer sich sehr über den Brexit gefreut, weil sie gesagt haben, sie können wieder mit einer Regierung verhandeln über stabile Konditionen, unter denen man tatsächlich investieren kann, was ja zum Beispiel in Europa auch sehr, sehr schwierig geworden ist, weil man dieses Übergebilde hat, bei dem man nicht sicher sein kann, wie das dann reagiert. Was mich wirklich sorgt, ist, dass dieses Ohnmachtsgefühl, was viele Leute haben, was jetzt nicht nur die Frauen betrifft, sondern die Gesellschaft an sich, wenn sie jetzt in Berlin nach einer Zigarette in der U-Bahn gefragt werden, dann gibt es Grund zur Panik, dass dieses Gefühl dazu führt, dass die Leute zur Selbstjustiz greifen. Was ich sehe, ist, dass im Moment alle Leute, die Kohle haben, anfangen, Schutzmaßnahmen für sich und ihre Kinder zu ergreifen. Das heißt, die Leute ziehen in gated communities, sie fangen an, ihre Kinder in Berlin auf Privatschulen zu schicken, sie fahren Auto, nicht mehr U-Bahn und so weiter. Also alle, die über die Mittel verfügen, sich ein sicheres Leben zu sichern, das wird so ein bisschen wie südamerikanische Verhältnisse sein, ziehen sich zurück in sichere Gefilde und der Rest bleibt auf der Strecke. Und was die Leute machen, die dann alleingelassen werden und sich alleingelassen fühlen, das weiß ich nicht. Also es ist ja, und das macht mir tatsächlich Angst. Deswegen der Schwenk von Gabriel vor 2 Tagen. Ja, aber das ist genau ja der Schwenk von Gabriel. Ich meine, ich
Gabriel ignoriere ich immer weitestgehend, weil er einem nur die Laune verdirbt, aber wen ich nicht ignorieren kann, ist unser Innenminister. Und unser Innenminister hat eben 2015 gesagt, Teile meiner Antwort können die Bevölkerung verunsichern. Nach den Anschlägen von Ansbach und Würzburg hat er ein Riesenprogramm vorgestellt, ähnlich dem, das er jetzt vorgestellt hat. Er hatte Monate, es ist nichts passiert, nichts. Und er sagt, wir müssen uns an den Terrorismus gewöhnen. Ja? Ja, also das finde ich auch ein bisschen gruselig. Ja? Also diese komplette Akzeptanz irgendwie, ja. Dass das jetzt alles zu uns gehört, als wenn schon immer da war. Ja. Und jetzt sind 12 Leute tot und er stellt wieder ein Riesenprogramm vor und sagt, jetzt endlich will er was machen. Das flößt mir wenig Vertrauen ein. Was mich auch sehr erstaunt, ist, dass so wenig persönliche Konsequenzen gefordert werden. Also in Nordrhein-Westfalen ist kein einziger Politiker zurückgetreten nach dieser Katastrophe von Köln. Jetzt tritt niemand zurück nach 12 Toten. Und wie Annabel sagt, das erstaunt mich, wie wenig Reaktion es ist. Es ist wie eine Gewöhnung an Terror. Also wir gewöhnen uns daran. Paris war ein schrecklicher Moment. Charlie Hebdo, wie lange waren die Leute schon wie Charlie? Und jetzt ist der, wir haben heute den zweiten Jahrestag von Charlie Hebdo, den zweiten Jahrestag der Terrorangriffe auf Charlie Hebdo. Wer redet, wie viele Artikel gab es heute? Ich habe heute Morgen nicht in die Zeitung geguckt. Wie viele Artikel gab es über Charlie Hebdo? Ich habe gestern ein Interview mit einem der Mitarbeiter von Charlie Hebdo gelesen, der gesagt hat, würden wir morgen eine Mohammed-Karikatur publizieren, es gäbe ungefähr 2 Leute in ganz Frankreich, die uns verteidigen würden, aber wahrscheinlich nur einen. Und diese Gewöhnung, die macht mir Angst, vor allem, weil die Leute, das ist, was ich sage, wenn es einen plötzlich trifft, zu welchen Mitteln greift man dann, um sich zu verteidigen? Und denkt man dann, wieder der Generalverdacht drüber nach, wen habe ich vor mir? Und das ist tatsächlich was mir Angst macht, dass die Leute selbst Justiz in die Hand nehmen, weil sie sich verlassen fühlen von der Politik. Das ist auch so ein bisschen Ahnungslosigkeit, was man überhaupt tun kann, wie ich feststelle. Also ich habe neulich Freunden, die relativ, also sich als nicht besonders politisch interessiert ausgeben, habe ich den Schümer-Kommentar geschickt und noch einen zweiten Text, weil ich die so super fand und habe gesagt, lies dir das mal durch, ja, irgendwie und sag mir mal, was du davon hältst, weil mich interessiert das auch, was Leute dazu sagen, irgendwie, die sich nicht von morgens bis abends immer mit Politik befassen. Und da kam dann, ist ja alles richtig und toll auf den Punkt gebracht, aber was sollen wir denn machen? So, ja, was sollen wir denn machen? Und so. Und da ist irgendwie, also auch einfach ein großes Unwissen, also eine große Frage, wie kann man in einer Demokratie sich überhaupt irgendwie als Mensch, dem das nicht passt, zur Wehr setzen? So diese ganz vermeintlich banalen Dinge oder so, dass bei vielen Leuten dieses Bewusstsein vorherrscht, ja, die da oben machen ja eh, was sie wollen oder so, und was soll ich denn machen? Ja, und das ist das Problem auch, warum dann viele Leute sagen, ja, ach gut, und dann ist man ja auch gestresst, das kann ich ja auch nachvollziehen, ja, irgendwie, wird nicht jeder irgendwie für das Verfassen seiner Meinung da bezahlt oder sowas, und viele Leute haben ganz normalen Job von 8 bis, 17 Uhr oder so, und da ist dann auch wenig Zeit, wenn man dann abends ist, irgendwie, man möchte noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen oder so. Und wenn man dann eh schon irgendwie diese Riesenhürde im Kopf hat, was soll ich denn machen oder so, also da siegt dann am Ende des Tages leider traurigerweise auch immer noch die Bequemlichkeit, ja, und das Unwissen. Ja. Als jemand, die in 2 deutschen Systemen die Kultur oder Unkultur von Meinungsfreiheit und Meinungsunfreiheit erlebt hat, kann ich nur eine Erfahrung sagen. Und die mache ich jetzt unter meinen linken Freunden in einem wachsenden Maße. Ideologen hören nie auf Fakten. Und da wir so eine ideologische Diskussion haben, Ideologen sind mit Fakten nicht umzustimmen und auch zu ignorieren. Selbst wenn du die besten Studien zitierst, oh Gott, das sind ja die Rechten. Und die andere Sache, was mir im letzten Jahr bei fast allen Artikeln, die ich da gelesen habe, weil ich krank bin, kann ich den ganzen Tag die Artikel lesen, ist, nur Frau Annabel hat geschrieben über ihrem Artikel und mehrmals drin, ich will das nicht. Also und das, natürlich kann das nicht jede Familie am Abend machen. Aber wieso, außer dem Bruder und so, der jetzt auch verzweifelt ist, schreiben die nicht, also die klugen Leute, die Intellektuellen, ich meine auch die 89er aus dem Osten, wieso schreiben die nicht, ich will das nicht, dass das so hier läuft. Das ist eigentlich, und das kann man auch begründen, das kann man mit Gefühlen begründen und das kann man mit Fakten begründen. Weil man nicht der hässliche Deutsche sagt, ich glaube, das ist gar nicht dieser moralische Impetus in der Kultur.
sind wieder geboren, das ist das Problem. Was alles Ausland sieht, nur hässliche Deutschen, gerade jetzt, was passiert, die ganze Europa beschuldigt Deutschland dafür. Und das sehen die Deutschen nicht hier. Ganze Europa ist total böse auf Deutschland. Das ist wieder Hochmut. Die erstaunliche Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung hier, dass wir das Gefühl haben, wir sind wieder die Guten. Nein. Die Wiedergutmachung der Deutschen und der Wahrnehmung im Ausland, die uns verantwortlich Hochmut, machen. Einfach dieser Hochmut wieder. Die Deutschen, die besser wissen und die Hochmut haben. So sieht die Welt jetzt Deutschland. Und die Deutschen haben immer Angst für ihre guten Gefühle. Ja? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, da spielt noch was ganz anderes eine Rolle. Also Henrik Bohler hatte ja diesen einen Faktor der Schuld resultierend aus dem, was im Nationalsozialismus passiert ist, geschildert. Ich glaube, bei der jungen Generation gibt es noch einen zweiten Faktor, den ich ganz, ganz oft ausmache. Und das ist bei Linken eben auch sehr verbreitet. Das ist dieses, wir beuten die dritte Welt aus. Ja. So. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, was auch noch eine Rolle spielt, was vielleicht bei der jungen Generation noch eine stärkere Rolle spielt als der Nationalsozialismus, ist dieses, wir beuten als westliche Welt diese Region aus, wir führen Ressourcenkriege irgendwie im Nahen und Mittleren Osten und wir beuten Afrika aus und jetzt ernten wir, was wir sehen. So, ja. Das ist so diese Sache. Das ist jetzt sozusagen der Preis, den wir zahlen müssen. Genau, dafür, dass die das kommt von den Eltern auch. Herr Bruder hat es angesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe oft für die Achse des Guten, bin Österreicher. Das ist aber natürlich auch ein bisschen anderer Blick als Deutschland. Es stimmt natürlich, dass der Nationalsozialismus eine große Rolle spielt. Aber nehmen wir ein Land wie Schweden zum Beispiel. Über Schweden hören wir gar nichts an. Und Schweden ist wirklich am Ende. Ich weiß nicht, ob du einen schwedischen Freund. Schweden hat überhaupt keine Kolonialzeit gehabt. Schweden hat der Nationalsozialismus überhaupt nichts damit. Absolut. Ich habe das mal in der Antike die Heiligsprechung des Fremden genannt. Diese Xenophilie, das ist vollkommen richtig. Die hat überhaupt nichts empirisch mit Flüchtlingen zu tun. Die ist rein abstrakt. Die ist eine rein abstrakte Xenophilie. Die ist auch nichts, aber gar nichts. Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Und allein, weil es uns so gut geht, geht es den anderen so schlecht. Das ist, glaube ich, der allgemeine. Das kann man sozusagen auf diese weißen alten Männer letztendlich zurückführen. Das ist ja jetzt eigentlich so das große Stichwort. Das ist ja nicht die dritte Welt, sondern der weiße alte Mann, der sozusagen. Es gab tatsächlich eine Reaktion. Es gab tatsächlich eine Reaktion auf Twitter, die habe ich auch Herrn Bruder geschickt. Das war eine junge Frau, die geantwortet hat auf jemanden, der sich aufgeregt hat über den Anschlag in Berlin. Und die hat ihm geantwortet, wir sind die wahren Täter, weil wir die Kolonialisten sind. TäterInnen, natürlich. Aber genau das ist das Problem. Was machst du mit diesen Leuten? Die wirst du nicht ändern können. Mit denen wirst du auch nicht reden können und sie werden es nie verstehen und darum haben wir auch keine Chance. Nein. Ja? Ich will dir vielleicht an dieser Stelle also ein bisschen hoffen. Ich mache nur Spaß mit Anfang 20 auch so. Ja, vielleicht kann ich das deswegen so gut nachvollziehen. Ich bin rumgelaufen und habe gesagt, wir sind schuld und so. Und ich war so super links und antikapitalistisch und furchtbar und alles. Und ja, deswegen kann ich das vielleicht mich da auch ganz gut hineinversetzen in den einen oder anderen oder in diese Denke. Und also mir hat so ein bisschen mehr politische Bildung und Studium auch geholfen, das abzulegen. Also es ist möglich. Es setzt natürlich, ich glaube, was entscheidend ist, dass man mal so von seiner bornierten Grundhaltung irgendwie runterkommt, die Weisheit mit Schöpflöffeln gefressen zu haben oder so. Und ich weiß nicht, das ist halt bei vielen vielleicht da ein Problem, dass man denkt, irgendwie ich kenne die Wahrheit, die einzig wahre oder sowas. Ja. Und, aber ich glaube, da gibt es auch Potenzial bei Leuten, die sich nicht für unfehlbar halten oder so da anzusetzen. Und ich glaube auch, die kann man dann doch mit guten Argumenten vielleicht auch überzeugen. Ja. Also, aber haben Sie nicht gesagt, es ist irreversibel, was passiert ist, was Merkel getan hat? Ja, es ist irreversibel, weil es die Demografie des Landes verändert hat und weil es genau das passiert ist, was Sie gesagt haben, das Vertrauen ist dahin. Wenn ich mir dreimal überlege, ob ich U-Bahn fahre, dann ist das meine persönliche Kapitulation, aber auch der Bankrott des Systems. Andererseits, ich bin genauso pessimistisch wie Sie, nur es wird in dem Moment aufhören, wo nicht mehr genug Geld da ist. Ja. Ja. Ja.
nach Teil zu subventionieren. Die, entschuldigen Sie, die Gender Studies, die unternommen werden, und die Hunderte von Gleichstellungsbeauftragten, die es gibt. Wenn diese Leute, die sich ihre eigenen Arbeitsfelder bestellt haben, nicht mehr von der Öffentlichkeit subventioniert werden, ich hoffe, es wird keine Krise geben, weil die Krise wird eine Katastrophe sein. Aber trotzdem, wir haben es mit Überflussphänomenen zu tun. Ich habe gestern oder vorgestern im ZDF einen Spot gesehen, wo vegane Ernährung empfohlen wurde. Und ich bin selber ein halber Veganer. Ich könnte mein Leben mit Hummus und Falafel verbrennen. Aber ich finde, es ist keine Frage, die ich anderen aufoktroyieren kann. Und in diesem Spot hieß es zum Beispiel, um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, braucht man so und so viel Wasser. Ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser. Und der nächste Satz, 1500, glaube ich, kann das sein? Ja. Und der nächste Satz war bei, so und so viele Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Also wenn ich aufhöre, Rindfleisch zu essen, dann werden die Leute in Somalia öfter duschen können. Und diese Dummheiten werden irgendwann dann aufhören, wenn sie nicht mehr finanzieren können. Das kann sie aber nicht. Der Niedergang der DDR dauerte, glaube ich, 39 Jahre. Den ging es schlecht auch. Die Frage ist, haben wir so viel Zeit? Nein, ich nicht. Ja, ich würde sagen, ich auch nicht. Und ich bin etwas jünger als Sie. Also ich möchte mich anschließen. An allem, was Sie gesagt haben, dieses, ich glaube, auch alles schon durch, von militant, vegan, makrobiotisch, Anarchismus-Stickern mit 16 Jahren. Also da habe ich so eine ähnliche Karriere hingelegt wie Sie. Ein Gedanke geht mir, den kann man mit allem assoziieren. Sie haben gut gesagt, Sie sind so empört, so fassungslos, dass man die offensichtlichen Sachen nicht mehr ansprechen darf. Es passieren schlimme Dinge, man darf nicht mehr sagen, wer hat es gemacht. Ja. Und über diesem allem schwebt so eine Art, wir haben ein Diskriminierungsverbot. Und das war über Jahrzehnte sehr gut, das hat Rot-Grün ausgefochten, haben sich da quasi eine Meinungshoheit verschafft, um sich von den Nazis abzugrenzen. Wir haben ein Diskriminierungsverbot. Jeder weiß, es ist schlecht, Juden zu diskriminieren. Man darf die Geschlechter, man darf die Homosexuellen. Das alles kommt aus einer guten Ecke und die Karre rollt. Und jetzt hat es aber meiner Ansicht, also ich bin Psychologin, dazu geführt, dass die Leute dieses Diskriminierungsverbot so pauschal und dann ideologisch betreiben, dass sie den Ursprung vergessen haben. Diskriminieren heißt unterscheiden. Und das ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit, die uns in der Evolution dahin gebracht hat, dass es uns überhaupt noch gibt. Das heißt, ich kann unterscheiden. Ich kann unterscheiden, was weiß ich, was meine Eltern mir sagen. Geh nicht zu dem, geh nicht zu dem. Hier ist es gefährlich, pass mit denen auf und so weiter. Und das heißt, wir haben... Jetzt wird das quasi runter, weil die Politik dieses Diskriminierungstabu allen auferlegt hat, endet das damit, dass wir als einzelne Bürger auf der Straße stehen und dann plötzlich in diese Situation kommen, dass wir uns überlegen müssen, ist das jetzt in Ordnung, darf ich diskriminieren? Soll ich jetzt als Frau positiv diskriminieren? Soll ich mich jetzt extra neben die hinsetzen? Ja? Oder nicht? Also wir kommen da in eine neue Situation. Und ich würde sagen, was wir machen müssen, wir müssen die Fähigkeit zur Unterscheidung, die Diskriminierungsfähigkeit wieder rehabilitieren. Genau, genau. Wir müssen das rehabilitieren im Diskurs, dass man nicht nur dort, wo es gerade politisch korrekt opportun ist, ja, unterscheidet. Nämlich immer dann werden wir gezwungen von den Medien, ja, aber du musst doch ganz genau gucken, da sind wir bei der Einzelfalldebatte. Sondern wir müssen wirklich uns trauen zu sagen, so wie vielleicht vorherige Generationen gesagt haben, das ist gut, das ist schlecht, nicht alle Kulturen sind gleich gut. Der Islam kommt aus einer, ist quasi, ich würde sagen, man kann sagen, das ist nicht der Islam, es ist das Patriarchat, aber das ist im Prinzip das zementierte, das religiös zementierte Patriarchat. Man kann einfach, man muss wieder dahin kommen, dass man sich als Mensch traut zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, das will ich und aber das jeder, will ich nicht. Das kann das jeder. War ja, aber wir haben eine politische, also es gibt quasi von der EU so eine Strömung, die das alles überbügelt bis in die Institutionen, und da sind wir bei diesen Gender-Geschichten und bei den Unisex-Toiletten, ja, dass wir haben so eine breite, wie so eine breite Decke, die uns das verbieten will. Ja, überhaupt. Annabelle, du hast ja einen Artikel darüber geschrieben, hat auch gesagt, zum Beispiel dieser Mord an Maria kommt daher, dass junge Frauen
nicht geschützt sind, weil sie Eltern nicht mehr, haben. Genau. Weil sie nicht man mehr kann quasi sagen, Gefahr jeder, der keine politisch korrekten Eltern hat, ist noch am Leben. Man rennt so in Sehnen aus. Ja, genau, da ging es auch um den Fall von Maria Ladenburger. Das ist natürlich, muss ich natürlich dazu auch zugeben, ein bisschen spekulativ. Ja, irgendwie, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass wenn eine 19-Jährige, wo eben noch sehr viel sich erst herausbildet an eigener Meinung und so und an Selbstbewusstsein und so, dass man da sich noch sehr stark an anderen orientiert, an seinem familiären Umfeld, an Freunden vielleicht oder so. Und wenn einem da überall eben was angesprochen wurde, gesagt wird, alles ist Diskriminierung, wenn ich irgendwo irgendwie vorsichtig bin oder sonst irgendwas oder so, dann habe ich ja eigentlich nur die Wahl, wenn ich das für mich annehme, so sehenden Auges irgendwie auch in Gefahrensituationen mich zu begeben und so, weil sonst könnte ich ja jemanden diskriminieren, was mich so fassungslos auch gemacht hat, wo man merkt irgendwie, wie tief das greift, auch bei jungen Frauen ist. Es gab auf RTL Bildungsfernsehen, gab es eine Doku über die Silvesternacht von Extra, glaube ich, war das. Da haben sie dann zum ersten Mal, ich glaube, es war das erste Mal, Tonmitschnitte von Polizeianrufen abgespielt. Und das Erste, da rief eine junge Frau an, um einen sexuellen Übergriff zu melden. Und das Erste, was sie sagt, ist, das soll jetzt nicht rassistisch klingen, ja, irgendwie bevor dann die eigentliche Täterbeschreibung kam und so. Und da merkt man, wie sehr dieses Denken irgendwie in den Köpfen, gerade noch bei vielleicht auch jungen Menschen verankert ist oder so, die sich noch finden, die dazugehören möchten noch stärker und so. Aber was so die allgemeine Gesellschaft angeht, kann ich nur sagen, also irgendwo, aber das selbstständige Denken muss doch auch irgendwann wieder, weiß nicht, angeschmissen werden. Also es muss doch irgendwann ein Punkt kommen, wo ich sage, ja gut, es ist irgendwie, wird anders vermittelt oder so, aber irgendwie so rein vom gesunden Menschenverstand ist das doch jetzt hier gerade falsch oder sowas, ja. Und das erfüllt mich so mit Sorge, dass ich bei vielen Leuten das Gefühl habe, also wann setzt denn da einfach mal so dieses selbstständige Denken an? Und das ist auch bei älteren Problemen, es ist aber ein ganz, ganz großes Problem meiner Generation. Also ich habe ja später mit dem Studium angefangen, ich habe vorher gearbeitet. Heißt, ich sitze im Studium auch noch mit Leuten, die jünger sind als ich. Und das sind alles sehr schlaue Leute aus gebildeten Elternhäusern und sowas, ja. Und alles ganz toll und die wissen ganz viel und können ganz viel sagen auch und so, obwohl sie so jung sind. Aber was so ein bisschen fehlt, ist das selbstständige Denken. Dieses wirklich mal auch mal was anzweifeln und mal sagen, nee, das wird sich jetzt aber irgendwie unlogisch an, das ergibt doch gar keinen Sinn oder so. Es wird einfach nur übernommen. Das ist natürlich ein Problem. Da möchte ich was mich da, also genau da anknüpfend, wieder mal total sprachlos zurückgelassen hat, also wie jetzt die Zahlen rausgekommen sind, jedes Jahr ein Update, dass halt 2/3 der Inhaftierten in Wien oder was sogar österreichweit Migranten sind, also quasi die Integration ist gescheitert, wie auch diese Zahlen zeigen. Und anstatt dass man halt darüber redet, okay, wie kann man Integration verbessern, warum sind so viele wirklich kriminelle Ausländer, war dann die Diskussion, ja, wir sind schuld, dass die Integration nicht funktioniert. Und ich mir denke, das ist ja typisch linke Politik, die sich ja durch alles zieht, auch hier bei uns in Deutschland und so. Die CDU ist ja mittlerweile auch, also zumindest unter Merkel, Mitte links irgendwie. Ja. Und das große Problem natürlich an links ist, dass die Schuld immer in äußeren Umständen gesucht wird. Ja. Und insofern versteht man sich ja da ganz gut mit dem Islam irgendwie. Weil da ist es ja auch irgendwie, ja, und Allah und Schicksal und sonst irgendwas oder so. Und ja, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Es wird immer nicht gefragt, was kann der Mensch tun, was ist in seiner Verantwortung auch, was Integration angeht oder so, sondern es wird immer gefragt, was kann die Gesellschaft tun, wie müssen die äußeren Umstände verbessert werden oder so. Und es wird nie gefragt, liegt es vielleicht auch am Menschen selber? Was ich wirklich ganz wichtig finde, ich lasse mir auch das Linkssein nicht nehmen. Ich war auf der Uni für die Kommunisten, ich bin auch jetzt links und nur weil es so viele Idioten jetzt bei den Linken gibt, ich sehe das gar nicht ein. Ich bin auch immer links, oder? Also das finde ich auch wieder irgendwie echt. Es gab jetzt in der Jungle World, ich weiß nicht,
das ist ja eine der linken Tageszeitungen, also nicht Tageszeitung, aber einer der linken Zeitungen hier, gab es zwei sehr interessante Interviews, und zwar mit dem Problem der Linken, die sexuelle Gewalt zu benennen, ohne in rassistische Klischees zu verfallen. Das ist ja eines der größten Probleme, das die Linken tatsächlich die letzten Jahre hatten. Wie kann man Integrationsmissstände benennen? Und das Interessante ist, was eben ja auch aus dem Publikum kam, das Problem mit dem Diskriminieren ist, wenn nicht diskriminiert wird, dann entsteht ein Generalverdacht. Wenn man in dem Moment, wo man nicht mehr benennen darf, warum, wer aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe was tut, junge Frauen angreifen oder auch einen Terrorakt verüben, in dem Moment kann man diese Leute nur noch in eine große Gruppe einteilen. Das fasst eigentlich ja, die ganze Flüchtlingskrise und auch den Diskurs darüber zusammen irgendwie. Ja, das ist das, was wir genau erleben und warum sich die Stimmung kontinuierlich auch gegenüber Flüchtlingen verschlechtert. Ja. Und das, das ist ein Element, aber das andere Element wäre ja, es spielt, also aus meiner Sicht, ich bin ja auch ausgebildet in islamischer Finanzierung, ich habe eine Scharia-Ausbildung durchlaufen, ein Jahr. Aus meiner Sicht spielt es keine Rolle, was im Koran steht. Aus meiner Sicht spielt die Rolle, wie die gesellschaftliche Reaktion auf das, was gelebt wird, was geglaubt wird, ist. Es gibt für mich eine Unterscheidung zwischen privatem Glauben und öffentlich. Ja? Jeder, der eine öffentliche Ausnahmeregelung fordert, ist Politiker und nicht Privatgläubiger. Interessant ist, dass diese Reaktion nicht kommt. Wie Annabelle eben sagte, es ist ja eine Frage mit der Integration. Mittlerweile in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, das Medienhandbuch für Journalisten über den Islam. Es gab diese Vorfälle, warum Innenminister, der Wunsch der Islamverbände, die Chefredakteure der deutschen Zeitung einbestellen wollte, um Medienworkshops zu machen über die mediale Darstellung. Es gibt diese Versuche von den neuen deutschen Medienmachern, heißen die Redaktion darauf hinzuweisen, wenn sie nicht ausgewogen berichten. Und das sind natürlich Sachen, die sind erschreckend. Das ist aber nicht diejenigen, die was auch immer im Koran steht, behaupten, was da drin steht oder nicht drin steht, sondern das ist die gesellschaftliche Reaktion. Ja, das ist unser Wille, also unser Tabu auf der Diskriminierung. Wenn wir nicht sagen können, ja, da mag es ein paar barmherzige Stellen geben in dem Buch, das ist okay, das können Sie gern feiern, ja, das ist fantastisch, aber wo es dann an die Rechte der Frauen geht und wo es an die Praktiken geht, die bei uns gegen die Verfassung geht, da traut man sich. Ja, aber deswegen gehe ich so massiv auf die gesellschaftliche Reaktion. Ein Punkt, der mir immer fehlt in dieser Debatte, ist, dass die Großmütter derjenigen, die die Frauen belästigt haben oder sogar vergewaltigt am Kölner Hauptbahnhof, ganz andere Leben geführt haben. Also wisst ihr, wenn ihr die muslimische Historie kennt, wenn ihr muslimische Länder kennt, dann wisst ihr sehr wohl, dass von Kairo bis Teheran die Frauen bis in die 70er Jahre, wo dann der Umschwung kam, in Minirock und ohne Kopftuch durch die Gegend gelaufen sind. Und ich wehre mich dagegen, dass es etwas Festes ist. Wie Herr Bruder sagt, es dauert 40 Jahre, es kann ein paar hundert Jahre dauern, bis sich etwas ändert. Aber die Frage ist immer, wie reagiert man darauf, um das zurückzuschieben? Erst mit natürlich der islamischen Unterdrückung, aber dann ist die Frage, wie weit lässt man die zu? Und das ist natürlich, wie Sie sagen, das ist eben dieses Gefühl, was ist falsch, was ist richtig. Ja? Aber für mich ist es immer noch die Frage, wie reagieren wir? Ja, wir sind die Mehrheit. Wie reagieren wir? Wann fangen die Leute an zu reden? Das ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell, aber ich will diesen Hinweis trotzdem noch kurz geben. Und zwar bezieht sich das auf diese Hilflosigkeit, die Ratlosigkeit, die Schuldgefühle der Gesellschaft, der Deutschen, aber auch der Europäischen im Allgemeinen, im Hinblick auf das, was uns jetzt gerade hier widerfährt. Es ist einfach, ich denke, wir sind nicht gewappnet. Und dieses Rückzugsgefecht, das wir jetzt sozusagen durchstehen, ist zurückzuführen auf diese 70 langen Jahre Frieden, die wir in Europa haben. Wir haben in einem Art Wolkenkuckucksheim, in einem Kokon gelebt. Es ging allen, also mehr oder weniger ist ja Europa dann doch im Vergleich zur restlichen Welt eine einigermaßen homogene Gesellschaftsordnung, Demokratien, die Leute hatten ein Auskommen. Das, was in der restlichen Welt passierte, das Afrika, Asien, Südamerika, sonst wo ist, haben wir alles sehr theoretisch nur von sehr fern wahrgenommen und haben uns hier also eine schöne, heile Welt aufgebaut. Und plötzlich, die andere Welt, die kam jetzt auf, die ist jetzt, hat Europa jetzt, ist dabei, Europa zu überrollen, und wir wissen ganz genau, dass es die
Die Stimme ist ja erst der Anfang. Also Flüchtlinge werden aus Afrika noch zu Millionen kommen. Wenn die erstmal genug Geld und Chance haben, die ganz Armen kommen, können eh nicht kommen, die hilflosen Armen, die bleiben da, wo sie sind. Die Möglichkeiten, die physischen und auch finanziellen Mittel haben, die können kommen. Und wir sind natürlich nicht gewappnet. Wir stehen dem völlig hilflos gegenüber. Und deswegen halt all das, was vorhin auch schon gesagt wurde. Was ich hier ganz schlimm finde, ist, dass wir Journalisten so versagen. Wir hätten wirklich... ich wollte gerade sagen, Herr Brodes, Sie sind schon eine Ausnahme. Oh ja. Vergleichsweise schon. Also verhältnismäßig schon. Wenn ich mir so anschaue, wie meine Kollegen berichten, teilweise denke ich mir jedes Mal, also Abenteuer. Was denkst du, woran das liegt? Weil sie selber halt dieser Meinung sind und dann es halt so schreiben, kannst sehr, sehr schwierig, also objektiver Journalismus ist ganz schwer. Das schaffen nur sehr wenige, ja. Ich sage nicht, dass ich es schaffe, aber... Also was ich so lesen muss, teilweise, ich denke mir, die haben ja Verantwortung, ja? Aber irgendwie, also ich weiß von einem Kollegen, jetzt werden Sie mich wieder fragen, wer war das, aber vom ORF, und das hat mich echt schockiert, dem erzählt hat, also es ging um eine Demonstration, also von den Identitären, an deren haben aber nicht nur die Identitären, also da ging es um Umweltschutz, und da haben die Identitären teilgenommen und die Grünen, und der hat dann im Radio gesagt, auf Ö1, die Identitären mit Umweltschutz. Ja, die haben sich halt auch für diese Sache stark gemacht. Die Identitären sind ja nicht nur rechts, obwohl ich... Komplett blöd. Ja, die sind wirklich komplett blöd. Aber da ging es halt jetzt mal um diese Sache und die Sache an sich war nicht schlecht. Da sind halt die Grünen mitmarschiert und auch die Identitären. Und der hat halt im Radio auch die Identitären erwähnt, dass die halt auch dabei waren. Ja? Und dann hieß es gleich, die darf man gar nicht erwähnen und ja, kein Raum geben und hin und her und das darfst du nie wieder machen. Und das ist falsch, weil wenn die halt dort waren, dann waren sie dort. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir jedes Mal denke, das geht nicht. Ja? Also Meinungsgleichheit ist halt Meinungsfreiheit. Es ist die Wahrheit, oder? Aber es ist ja gleichzeitig so, dass diese Gatekeeper-Funktion, die traditionellen Medien hatten, ne, das, was sie auch immer noch denken, teilweise zu haben, dass sie sozusagen dem Volk, so Nanny-Journalismus, dem Volk nicht zumuten, irgendwas, was das Volk vielleicht missverstehen könnte, das funktioniert ja nicht mehr. Also ich meine... Das funktioniert überhaupt nicht, wenn man Facebook hat, wenn man irgendwie auf Twitter ist, wenn man irgendwelche Blogs liest. Es gibt ja da ein Fisch und Fleisch, ist ja deswegen auch so massiv den deswegen Leuten ausgestoßen. Trump hat ja angeblich so die Wahlen gewonnen, dank Facebook. Ich weiß nicht, ob das stimmt jetzt. Dafür gibt es ja jetzt bald Fake News. Ja, genau. Ich meine, klar, also man muss natürlich, darf natürlich auch nicht verkennen, es wird auch wirklich viel Mist irgendwie verbreitet im Internet und so und auch wirklich mutwillige Falschmeldungen. Und man sagt ja, dagegen richtet es sich in erster Linie bei dieser Fake News Sache oder so, also wirklich diese Sachen, die irgendwo aus dem Ausland wirklich frei erfunden, zusammengesetzt werden oder so und dann irgendwie hier irgendwo landen oder so als Meldung. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, wer bestimmt dann darüber, was Fake News ist und was nicht und so. Ne? Und da sehe ich dann schon auch so ein Risiko auch für andere Portale, gerade auch sehr offene Sachen wie Fisch und Fleisch oder so oder auch Tichy, was relativ neu ist oder so, das Huhn oder so, wer bestimmt dann darüber. Die letzte Frage, da ganz hinten schon. Ich kann auch laut sprechen. Was mit den Journalisten, es gibt schon Gott sei Dank genügende, wie den Herrn Broder oder den Herrn Tichy oder noch sehr viele, wo ich mich sehr darum freue, dass es sie gibt. Aber ich möchte mal was in den Raum stellen, wo sind die Künstler? Wir haben keine Künstler, die hier auf die Barrikaden gehen. Aber es ist doch klar, die Probleme. Ja, es ist sogar so. Ja, natürlich, ja, aber öffentlich. Es gibt so viele. Meinen Sie jetzt auch Künstler, Prominente? Nein, Künstler. Der einzige, von dem ich was gehört habe, ist der Herr Richter. Natürlich ist er reich genug, der ist unabhängig, der kann sich dazu äußern. Aber es ist ja schon so, früher war es so, da gab es Erich Kästner, es gab Tucholsky, es gab unheimlich viele. Und ich vermisse die Künstler, die auf die Barrikaden gehen. Und da muss man auch mal ein Auge darauf werfen, dass zum Beispiel, ist jetzt ein banaler Fall, aber dass der Udo Lindenberg die Frau Fischer, Helene Fischer, anprangert, dass sie nicht gegen rechts ist. Also schon mal sowas, sie äußert sich nicht und das ist schon ein Fehler, dass sie sich nicht äußert. Also das ist eine super Überleitung zum nächsten Panel. Einen Gedanken noch zu den Künstlern. Und zwar hat Annabel Schunke auch einen Artikel geschrieben, die andauernde Verhöhnung der Opfer beschrieben aus Köln. Und zwar wurde ja jetzt in der neuen Silvesternacht ein Künstler engagiert, ein Lichtkünstler, der in Köln
dann eine positive Message an die Bevölkerung bringen sollte und der sich explizit dagegen ausgesprochen hat, negative Bemerkungen zu machen. Wissen Sie, wo dieser Künstler auch vorher für den Frieden seine Lichtinstallation aufgebaut hatte? In Teheran. Ja. Vielen Dank an die